Heute wird auf dem Gartower Landkombinat eine Streuobstwiese angelegt. Hier war vorher ein Acker gewesen, dann ein paar Jahre eine Wiese, die gemäht wurde jedes Jahr. Und jetzt werden 30 Obstbäume gepflanzt und danach weiden dort Schafe unter den Obstbäumen. Und deswegen pflanzen wir heute die 30 Obstbäume. Wegen der Schafe? Wegen des Obstes natürlich. Wir haben ja auf dem Landkombinat Gartow eine eigene Mosterei aufgebaut und momentan können wir noch viel Obst nutzen, was in der Landschaft an Straßen und Wegen wächst. Aber irgendwann sind diese Bäume auch alt und brechen zusammen und dann brauchen wir natürlich eigene Bäume. Ne? Wann rechnet ihr damit, die eigenen Bäume beernten zu können? Das wird noch eine Weile dauern. Also das erste Obst gibt es bestimmt erst in 5-6 Jahren. Richtig viel Obst hat man vielleicht in 25. Und dann wird es einige Jahrzehnte so gehen, dass man dann ständig tonnenweise Obst ernten kann. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Da müssen die Bäume noch regelmäßig gepflegt werden. In den ersten Jahren auch noch gegossen. Da ist viel zu tun. Thank you.
also so in diesem Jahr oder beziehungsweise im Frühjahr werden wir das noch fertigstellen. Wir haben leider nicht alles geschafft, aber zu 80% haben wir die Arbeit erledigt, was echt gut ist. Und ja, wir werden dann irgendwie in ein paar Jahren das Obst ernten. Ja, also vor allen Dingen machen wir ja diese Mostaktion als Umweltbildungssache und diese Schnittworkshops. Das ist ja auch, dient ja auch dafür, dass zum Beispiel Schulklassen oder Interessierte, die ihre Obstbäume schneiden wollen und nicht wissen, wie es geht, kommen können. Und ja, wir machen das dann als Gruppe zusammen und zeigen den Leuten, wie man sowas machen kann. Nach vorne binden kurz. Ja, du hast irgendwann mal diesen seltsamen Gläserwettbewerb gestartet für uns. Und dann sind wir alle in diese Bahn verfallen, ständig ins Internet zu gehen, für so Projekte abzustimmen, um dann nachher 2000 Euro zu bekommen, was ja dann der Startschuss war für diese Streuobstwiese hier. Und dafür möchten wir dich jetzt zur Streuobstkönigin küren. Ich ernenne dich jetzt hiermit zum Tieren, die der Ersten. Passt das? Ah, Tesa hat nicht gehalten. Ja, wir tackern das nachher mal. Vor allen Dingen Apfelbäume fürs Mosten, Birne, ein paar Sauerkirsche, Süßkirsche, Pflaume, Reniklode, Walnuss, Quitte und vielleicht habe ich noch was vergessen.